Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Christmas Winterland Event Video. Wir stehen hier noch beim Rudolfs Crafts Arts Workshop im Winterland, beziehungsweise in Winterland. Und wir gucken mal, wohin die Reise von hier aus heute geht mit unserem Mercedes. Von Post Office nach Nantes. Und ja. Es lebe die Doppelklickmaus, die einfach direkt ein Auto ausgewählt hat. Wir fahren Mail and Gift Parcels. Also sowohl Postkarten und Briefe als auch Geschenke. Also Geschenkpakete. Ja, 48 Kilometer hier und keine Ahnung, wie viele Kilometer nach Nantes. Je nachdem. Ja, stimmt. Ich habe gar kein Navi. Im Grunde genommen links halten und dann eigentlich geradeaus weiter. Und dann können wir hier auch den Wegpunkt, den Viewpoint mitnehmen. Zeit zu gehen. Ich glaube aber, das Navi könnte unter Umständen jetzt funktionieren. Biege nach rechts ab. Ja. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Biege das nach kam nicht ganz ab. An. Okay, jetzt kommt's an. Da war gerade bei mir irgendwie gerade kurze Bluetooth-Unterbrechung. Biege nach rechts ab. Wir haben einfach Bluetooth-Unterbrechung. Dürfte doch eigentlich noch voll im Rahmen sein, was Akku betrifft. Da muss ich jetzt noch mal kurz nachgucken. Manchmal tritt das allgemein auf einfach so und manchmal kann das kurz auch da vorne auftreten. Okay, nee, 50%. 20% vom nervtötenden Piepen entfernt. Was man wieder aufladen soll. Wo ich mir immer denke, ja, geht mir nicht auf die. Geht mir nicht auf den Sack. Das könnt ihr von mir aus bei 10% machen. Dann muss ich halt wirklich aufladen und nicht schon bei 30%, aber da ab 30% dann ja teilweise jede 60 Sekunden dann Piepen kommt. Fange ich schon meistens bei 40% an aufzuladen. Also eigentlich nach zwei Tagen lade ich dann wieder auf den Akku. Hier schön durchfahren. War ja klar. Die nächste ist jetzt links. Es ist keine linksabbiege Spur. Es ist nur ein Schlafplatz, beziehungsweise es ist nichts, wo wir lang können. Ja. Links abbiegen. Aber jetzt kommt's. Dann haben wir auch gleich 4 von 5 und 4 von 5 10 abgeschlossen. Ich stelle mir das Ganze auch gerade mal wieder. Wo wollte ich das beginnen? ich wollte auf was anderes hinaus, aber der Satzanfang mache war jetzt irgendwie sinnvoll, sinnlos. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, irgendwie, beziehungsweise worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich
Auch wenn das ja nicht so wirklich weite, so lange Folgen sind, zumindest nicht, wenn man mal 50 hier durchfährt, dass ich trotzdem einfach gerade überhaupt nicht dazu komme, da was aufzunehmen. Also ich nehme jetzt auch schon wieder anderthalb Stunden später auf, als es mir lieb wäre. Gut, ne, blieb halt nichts anderes übrig, ne, wenn man halt länger arbeitet oder länger später zurück ist. Dann nochmal einkaufen geht, dann ist es halt anderthalb Stunden später. Boah, das sieht hier aber auch cool aus. Unter anderem gab es auch deswegen gestern auch kein Video. Weil ich einfach überhaupt nicht dazu gekommen bin. Kaum war ich zu Hause, war ich schon anderweitig wieder eingeplant. Dann schauen wir uns mal hier die schöne Bucht an. Oh, den Hallo? Jetzt rutschen wir nicht, okay. Hier haben wir das Dorf von Polarstern. Ist das zugefroren? Cool. Also dass auch das jetzt durch zugefroren ist, ne? Also der eine Fluss in Rudolfs Dingsbums da, der war ja Rudolfstaum war es ja, glaube ich. Der Fluss war ja fließend. Dann wollen wir mal, was soll ich sagen? Ich habe doch alles, ich habe doch die Fettschnappung gelöst. Aber ich hatte einfach noch nicht den Gang nicht drin. Oh je, wir driften umher, weil der Retarder bremst. Vorhin fährt wieder ein Zug entlang, oder der Polar Express. Aber ich muss halt nochmal sagen, auch wenn ich das schon, glaube ich, im letzten Video gesagt habe, jetzt auf meinem Post Office, ich finde es einfach cool, dass sie, auch wenn das mit den Portalen so ein bisschen merkwürdig ist, aber es ist halt auch nicht anders umsetzbar, demnächst links abbiegen. Wenn wir mal ehrlich sind. Ich finde es halt cool, dass sie quasi, ne, so eine eigene Karte eingebaut haben, so wie eine eigene, nennen wir es mal eine eigene Fläche für das Weihnachtsevent, aber halt trotzdem, dass man trotzdem quasi in der generellen Welt von ATS und ETS 2, dass man da trotzdem mit den Schweinern umherfahren kann. Auf jeden Fall eine sehr gelungene Abwechslung zum Jahresende. Zu den zumindest für mich
von meiner Erfahrung, ich habe ja nicht alle Events mitgemacht. Einfach weil. Ja, Rechner und so weiter und so fort. Ach, jetzt muss ich ja hier Portal. Zum gewünschten Portal. Da haben wir 63. Ja, dann fahren wir hier hin. Das ist nämlich 28. Dann fahren wir nur den Weg zurück. Auf geht's. Rechts ab. Kann natürlich sein, dass. Also, ich glaube nicht, dass das schon mal vorher mit Portalen oder sonstiges gearbeitet wurde. Aber wie gesagt, ich find's nice. Gute Lösung. Um Schnee reinzubringen und quasi um Vanilla-Schnee, Vanilla-Winter reinzubringen. Aber auch die in Anführungszeichen echte Welt nicht außen vor zu lassen. Bin mal gespannt, wie das dann so im nächsten Jahr so wird. Also ich habe schon so ein bisschen was so aufgrund im Talk mit Lavan und Homley habe ich ja schon ein bisschen, wurde ich ein bisschen auf den Stand gebracht. Habe jetzt den Weihnachtsstream noch nicht geschaut von SR Software. Oder die Weihnachtsstreams, ich weiß gar nicht, ob es jetzt mehrere waren. Ich glaube nur eine. Aber ich komme mal einfach nicht dazu, ne? Also. Wenn ihr wüsstet, was für eine Backlog an Videos und an YouTube-Videos ich noch zu schauen habe. Also teilweise habe ich sogar schon aufgegeben, die Backlog bei manchen Sachen einfach fortzusetzen, weil schon was Neues draußen ist. Oder bald rauskommt. Aber man hat ja einfach gar nicht so viel Zeit, ne? Man bräuchte eigentlich einen 48-Stunden-Tag. Und den ersten 24 Stunden quasi den normalen Alltag hat und die letzten 24 Stunden biege nach rechts ab. Dann die Freizeit, in der man das aufholen konnte, was man in den 24 Stunden nicht geschafft hat. Aber dafür dreht sich die Erde halt leider zu schnell. Wir fahren hier weiter mit 35. Ich glaube, das ist eine ganz gute Geschwindigkeit. Also ich habe eigentlich noch genügend Zeit so, also es sind jetzt noch circa 2,5 Wochen, bis das Event endet. Und ich bin jetzt bei 4 von 15. Das war eine schöne Fahrt. Oder ich werde mit dieser Fahrt bei 4 von 15 sein. Das passt eigentlich dicke. Also ich werde wahrscheinlich, es sei denn, ich schaffe es auch schon vorher. Und nochmal 68 Kilometer. Nach Carrefour in Nantes. Ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, also viel Geld bekommen wir nicht dafür. Ja. Sind wir auf einer Waage? Okay, wir sind nicht auf einer Waage. Es sah aus wie eine Waage nur. Ich wollte aber jetzt. Nein, ich wollte nicht dahin. Ich wollte dahin. Ja, nicht mal 5.000 gibt's dafür. Sich dürfen wir. Dann fahren wir aber die 90. Versuchen wir uns mal das auszufahren. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir müssen ja die nächste. Kilometer. Weil wer dreht denn, macht denn einen U-Turn an der Maut? Ich habe den Fahrer verloren, toll. Ja,
Berg ist weg. Also ich weiß, dass ich sagen wollte, dass ob ich gespannt bin, ob das Navi jetzt mit Ansage, weil wir jetzt gleich rechts abbiegen müssen, aber wir müssen auch jetzt rechts abbiegen, aber nicht so rechts, wie ich dachte. Müssen wir ja schon rechts abbiegen? Ja, okay, das Navi ist einfach broken, wenn man durchs Portal fährt. Das ist auf alle Fälle eine Sache, die man die SCS-Software mitnehmen sollte. Wahrscheinlich kann man es irgendwie fixen, indem man einen Wegpunkt setzt oder so, aber muss ja nicht sein, ne? Naja. Durch die Maut durch und dann. Jetzt verlieren wir sogar noch unnötig Geld, weil wir schon nicht Maut zahlen. Das war ungünstig. Oh, 0 Euro Maut. Finde ich gut. Kann gerne so bei bleiben. So, einmal U-Turn. Im Kreisverkehr. Dann nochmal durch die Maut durch. Durch die Maut durch, die wir eigentlich durch müssen. Hier sind keine Pöller im Weg. Wir haben auch nur 0 Euro zahlen müssen, gerade eben, weil wir einfach nicht vorher durch eine Mautstelle durchgefahren sind. Ey, scheiße, kommen wir hier drauf? Ja, ne? Muss ja. Passt. Da fällt mir ein, ich sollte mal versuchen, die Zeit noch zu nehmen, wo ich sowieso schon keine Zeit habe, die ich mal nehmen kann, dass ich Dingenskirchen, dass ich das Fazit ziehe oder die Statistik ziehe zum Cruising the Balkans Event. Das ja finito ist. Täuscht das? Es täuscht. Oh je. Da war ja was. Wo kommen wir hier schön durch? Ich glaube hier, wo wir gerade sind. €13 Maut. Da haben wir mal 39 hinterher. Können wir jetzt Gas geben. Die nächste müssen wir rechts raus. Ne, nicht die nächste, sondern dann die übernächste. Na, die übernächste rechts raus, dann die nächste rechts raus und dann nach KFOR ausschalten. 60 Kilometer haben wir noch vor uns. Da sind wir schon gleich da. Ich fange gerade schon wieder auf, dass wir wieder in so in wärmeren Gebieten wieder unterwegs sind, wo Schnee liegt. Aber immerhin nur minus 1 Grad. Das ist ja noch vertretbarer, als wenn es jetzt minus 20 Grad wären.
bei mir ist 34. Wahrscheinlich, Moment, mir ist gerade aufgefallen, wahrscheinlich ist, gucken wir mal nach, wahrscheinlich ist Nantes sogar gar nicht so gut gewesen, weil, oh, okay, never mind. Ich dachte, ich hätte gedacht, dass Nantes schon full wäre, aber scheinbar nicht. Ich kann mich beim besten, Moment, nee, ich werde bei Brest schon gewesen sein. Aber okay, never mind, dann habe ich nichts gesagt. Ich habe mir nur gedacht, wahrscheinlich wird Nantes halt schon abgeschlossen sein und dass die Doppelklickmaus einfach mal wieder reingebaitet hat. Keine Ahnung, wie schnell ich jetzt fahren darf. 50, 80 wahrscheinlich nur, ne? Und gleich waren es nur noch 50. War schon hier, oder? Ja. Gehen wir runter auf 40 wegen den Kreisverkehren. Ja, na KV, gut. Ist ausgeschildert, wunderbar. Hoffen wir es mal. Und da haben wir KV. Na gut. Kann man ja eigentlich gar nicht verfehlen, ne? Sehr einfache Abladestelle. Wir sind wahrscheinlich wieder nicht müde, ne? Wir werden langsam müde, aber wahrscheinlich werden wir dann wieder durchs Portal von nicht mehr. Muss ich eigentlich schon jetzt mittlerweile. Ich muss da jetzt, wenn ich so bedenke, dass es dann ja auch schon fast durch ist. Muss ich ja eigentlich gucken, dass ich zumindest von Nantes noch ein Auto wegbekomme. Da bin ich auf dem. Wieder durchs Portal, natürlich. Zeit rennt. Vielleicht schaffe ich es ja morgen. Mir ist ein Erfolg aufzunehmen. Ausgezeichnet, ich meine, ist ja, wir sehen die Dauer. Dauer sieht gut aus. Dauer sieht aus, dass man in der Stunde 3 schaffen könnte. Also, ne? Anderthalb vielleicht, aber. 1 Stunde 20. Gefahrenstrecke 217 Kilometer wäre dementsprechend possible. Dauer 43 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 140 Liter. Erledigte World-Vertragsaufträge im Euro-Vertragssimulator 276. 4869 Euro gab es dafür und 232 Erfahrungspunkte. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Christmas Winterland Event Video wieder.